Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. Ja, wunderschönen guten Tag, guten Abend allerseits. Herzlich willkommen. Stefan Fröhlich hier von WH Self Invest und es ist wieder soweit. Wir haben Webinarzeit und ja, Dienstagabend ist ja immer unsere berühmte Webinarzeit und ich freue mich, Sie auch wieder hier so zahlreich begrüßen zu können. Wir haben heute das Thema Börsenhandel mit Charts, um nicht zu sagen einfacher Börsenhandel mit Charts. Und ich habe mir heute einen Gast wieder eingeladen, der uns genau darüber etwas erzählen wird. Markus Gabel ist wieder bei uns und wird Ihnen ein bisschen Chart-Reading beibringen, denke ich mal. Also so in die Richtung wird das gehen, denn heutzutage ist man ja im Trading eigentlich ohne Chart völlig aufgeschmissen, denn irgendeine Orientierung brauchen wir ja auch, um eben zu wissen, wo könnten sich Gelegenheiten ergeben, um an Preisschwankungen zu partizipieren und damit man überhaupt auch Trends ausmachen kann oder auch sehen kann, wo eventuelle Wendepunkte im Markt sind, ist das eben grafisch über den Chart essentiell sozusagen. Ja, also darum wird es gleich gehen. Davor wie immer noch unser Hinweis hier unten, den ich auch schon die ganze Zeit eingeblendet habe. Wichtig, dass wir es ja hier mit derivativen Produkten zu tun haben, wie beispielsweise Futures, die ja Kursveränderungen unterliegen und damit gehebelte Finanzinstrumente sind, denen erhebliche Verlustrisiken gegenüberstehen. Und diese Verluste können Ihre Kontoeinlage überschreiten und unbegrenzt sein. Somit sind diese Produkte bitte nicht für alle Investoren geeignet, weshalb Sie sich unbedingt mit den Risiken und Spezifikationen der einzelnen Produkte vertraut machen müssen. Jeder Anleger sollte sorgfältig und eventuell auch unter Einschaltung externer Berater prüfen und das im Vorfeld, ob diese Finanzprodukte für ihn geeignet sind. Gewinne, die Sie in der Vergangenheit oder in einer Testplattform, sprich also in einer Demo gemacht haben, garantieren keine Gewinne in der Zukunft. Dieses Webinar dient nur zu Ihrer Information und stellt keine Anlageberatung dar und ist auch keine Aufforderung, Geschäfte dieser Art in eigenen Namen zu tätigen, auch nicht stillschweigend. So, jetzt muss ich nochmal in die Runde fragen, ob Sie meinen Bildschirm sehen können mit der Überschrift und ob Sie mich auch hören, weil so bisher noch gar keiner was in den Fragen-Chat geschrieben hat, was ist mal merkwürdig. Okay, alles klar. Jetzt wird es doch deutlich voller. Sehr schön. Also, scheint ja alles zu funktionieren, nicht, dass ich hier noch den Risikohinweis so vor mich hin vorlese und keiner hört zu. Das wäre nicht gut. Wunderbar, also Technik läuft auch. Hervorragend, dann hätte ich noch eine kleine Bitte und zwar brauchen wir noch dringend einige Leute, die bei dieser Befragung hier mitmachen. Es geht um die Befragung hier vom Deutschen Kundeninstitut, wo wir ja auch im letzten Jahr sehr schön abgeschnitten haben, wie Sie sehen, also sehr gut abgeschnitten haben. Wir haben ja fast alles abgeräumt im letzten Jahr, was es zu gewinnen gab. Also hier schön mit diesen 5 Sternen im Handel und in der Handelsplattform. Und ich würde gleich auch nochmal diesen Link in den Chat schreiben, sodass Sie also die Chance haben, dass dort einfach nur drauf zu klicken und dann daran teilzunehmen. Würde mich sehr freuen, würden Sie uns einen riesen Gefallen tun, wenn Sie das machen, denn es muss auch immer eine gewisse Anzahl an Befragern daran teilnehmen, damit das eben dann auch gewertet werden kann. Und das ist, wie gesagt, für uns sehr, sehr, sehr wichtig. Deswegen wäre ich Ihnen da sehr, sehr dankbar, wenn Sie sich mal kurz, das sind 5 Minuten vielleicht, die das dauert. Ich habe das selber auch schon durch. Also das ist nicht wirklich sehr zeitraubend, wenn Sie sich da einfach mal die Mühe machen würden und einfach durchgehen und dann WH Self Invest auch beurteilen in der Leistung, die wir als Broker hier tagtäglich vollziehen. So, ich bin hier immer noch parallel am Tippern. So, jetzt müsste das hinhauen. So, dann haben Sie jetzt auch den Link im Chat. Gut, dann können wir anfangen. Sind auch alle soweit da, denke ich mal. Müssen auch alle soweit eingeloggt sein. Ich
mach noch mal einen Blick zur Seite kurz hier. Ja, das sieht gut aus. Wunderbar. Das Ganze wird auch wie immer aufgezeichnet. Sehr schön. Ja, dann darf ich Sie noch mal ganz herzlich begrüßen hier zum Webinar Einfacher Börsenhandel mit Charts. Und ich hatte es ja eben schon angekündigt, ich bin nicht alleine heute hier, sondern habe mir tatkräftige Unterstützung eingeladen. Als Gastredner mal wieder Markus Gabel. Markus ist ja, der Spezialist in Sachen Markttechnik auch unterwegs, ist selber Händler, das ist immer wichtig, ja, handelt selbst und auch für eine Vermögensverwaltung. Und da ist er auch schon zu sehen, genau, wieder in Wort und Bild heute. Hallo Markus, grüß dich. Grüße dich, Stefan. Ja, schön, dass du da bist. Gesundes Neues noch, ne? Kann man ja noch wünschen. Auch, dir auch und allen anderen auch natürlich. Noch kann man, nächste Woche ist Schluss mit lustig dann. Genau. Ja, der Nachbar hat auch schon gesagt, Mensch, ist schon fast wieder Weihnachten. Gut, ja. Also, das Weihnachten soll jetzt nicht das Thema sein, sondern Börsenhandel mit Charts. Wir wollen heute ein bisschen in die Charts eintauchen. Ne? So ist das. Gut, dann soll ich dir mal den Bildschirm geben vielleicht. Das wäre meine Das wäre eine gute Geschichte. Alles das wäre gut. Da sind wir. Da sind wir auch schon. So. Ich glaube, da haben wir auch schon, ja. So, welchen Bildschirm siehst du? Ich sehe jetzt die Folie. Born Traders, Dow, WHS. Ah, genau. Richtig, genau. Na, dann sind wir gut. Dann sind wir richtig. Ne? Dann sind wir richtig hier, genau. Prima, dann haben wir den richtigen Bildschirm dann hier auch. Alles klar. Gut, bist du durch? Soll ich anfangen? Ja, du kannst anfangen. Ja. Alles gut. Super. Also du grätscht mir rein, wenn Fragen irgendwie sind. Mache ich. Oder, Sie können natürlich jederzeit Fragen stellen im Fragen-Chat. Ja, können Sie rein tippern und die leite ich dann auch entsprechend weiter. Ist überhaupt kein Thema. Richtig, so machen wir das. Prima. Ich freue mich, dass ihr auch heute Abend in den nächsten 55 oder 50 Minuten Zeit genommen habt, um uns ein bisschen mit Charts zu beschäftigen. Und ich will mich auch gar nicht allzu lange mit Nebensächlichkeiten aufhalten. Ich darf euch alle begrüßen zu diesem WAS Self-Invest Webinar und mit Stefan und meiner Wähligkeit, wir nennen uns auch schon die fröhliche Gabel, das sind die coole Webinare. Die fröhliche Gabel ist wieder am Start, genau. Richtig, genau, die fröhliche Gabel ist am Start. Prima. Ja, Name ist inzwischen, glaube ich, bekannt. Die meisten dürften mich ja von der einen oder anderen Seite her kennen. Ich bin CEO und Geschäftsführer hier bei der Hau Trading OG, Händler in der Vermögensverwaltung Born-Stahlberger Partner. Ich habe meine eigene Ausbildungs-Community mit dem gefürchteten Namen Dauhau Family. Wir gucken, dass wir einen familiären Charakter haben, dass wir alle voneinander was lernen. Ich darf dort als Coach, Mentor tätig sein, darf auch sehr viele Vorträge halten etc. zum Thema Trading. Und das jetzt, jetzt gehe ich im Jahr 2018 schon in das 17. Jahr, mit dem ich mich mit Börsenhandel in der einen oder anderen Form beschäftige. Die Dow-Theorie ist mein Steckenpferd. Ich habe auch mit der Markttechnik angefangen. Allerdings, als es dann losging, dass viele Köche das Küchenmädchen verderben, habe ich gesagt, nee, da will ich auch nicht mehr mitmachen und bin dann nochmal einen Schritt zurückgegangen, nicht nach vorne, sondern zurück, wo das Ganze eigentlich herkommt. Und alles hat ja seinen Ursprung in der altbekannten Dow-Theorie 1873 von Charles Dow mit seinen 6 Grundsätzen publik gemacht. Und das ist seitdem mein persönliches Steckenpferd. Und da steht ganz, ganz groß drüber, einfach. Einfachheit ist für mich das Maß der Dinge. Kompliziert ist Börsenhandel ja nur deswegen, weil es in unserem Kopf stattfindet. Und das fließt natürlich in mein Trading auch ein, dass ich versuche, alles so einfach wie möglich zu halten. Wenn jetzt irgendwas ist, was wir heute nicht besprechen, habt ihr rechts unten eingeblendet meine Kontaktdaten, habt ihr jederzeit die Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu treten. Genau, so machen wir das. Ja, ich sollte vielleicht den Schnaps weglassen, da geht es besser. Ja, bevor wir uns mit Charts beschäftigen, ich weiß jetzt nicht, wie viel Erfahrung das ihr jetzt schon habt, die ihr jetzt heute Abend hier alle mit dabei seid. Aber in vielen Gesprächen, die ich mit meinen Klienten führe und auch in Webinaren, immer wieder sind es die gleichen Herausforderungen, denen wir uns im Chart oder im Trading generell stellen müssen. Es geht darum,
dass ich Vertrauen habe in das, was ich da tue. Daran scheitern so viele, weil sie halt nicht an das glauben, was sie da im Chart sehen. Aber ich möchte euch heute anhand der Charts einfach zeigen, dass ihr nicht blindes Vertrauen, aber genügend Vertrauen in den Markt haben könnt und in den Chart haben könnt und natürlich auch das, warum das so ist. Darum geht es letztendlich. Wir wollen darüber sprechen, warum der Markt dies oder jenes tut, und wir müssen aber diese Frage des Warum an die richtige Stelle setzen. Viele stellen die Frage, warum an der falschen Stelle. Darauf kommen wir dann gleich auch zu sprechen. Risikogeldmanagement klammern wir heute hier ein bisschen aus. Das ist ein Selbstverständnis, ist allerdings ein anderes Seminar. Aber so jetzt die nächste, der vierte Punkt, den ihr hier lesen könnt, ist, wo gehe ich rein in den Markt, wo gehe ich wieder raus und wann bleibe ich weg? Das sind ja die essentiellen Dinge, die wir in einem so einen Chart rauslesen können. Und das wollen wir mit dem Thema, mit dem Knackpunkt wollen wir uns heute intensiv auch beschäftigen. Ob das dann für jeden selbst funktionieren kann, die Frage musst du dir selber beantworten. Ich sage ja, grundsätzlich funktioniert das für jeden, aber die Frage ist, willst du das auch? Denn daraus resultieren einige Dinge, die ich unausweichlich akzeptieren muss. Und das ist für mich als Mensch dann die große Herausforderung, der ich mich dann stellen muss. Und wie man startet, na, da wird euch der Stefan sicherlich noch das eine andere dann dazu sagen, denn wir sind hier beim besten Broker, der mir bekannt ist hier. Ich habe selber dort mein Konto auch und bin super glücklich, zufrieden damit. Und deshalb drehen sich hier diese Themen, über die wir sprechen, natürlich, was für Ergebnisse erwartest du und sind diese realistisch? Ja? So, jetzt darf ich ja ganz lustig nur ein ganz kurzes Einwurf an der Stelle. Jetzt habe ich mich entschlossen, dieses Jahr an diese Invios Weltmeisterschaft Real Money Challenge teilzunehmen in diesem Jahr, um mich einfach auch ein bisschen abzuheben von der ganzen Masse, die halt auch verkaufen, Gurus, Coaches und so weiter, weil ich gerne beweisen möchte, dass das, was wir hier tun, auch Hand und Fuß hat, und ich freue mich, das auch mit meinem Partner VAS hier machen zu dürfen. Da freuen wir uns auch drüber, ja. Sehr gut. Genau. So, und jetzt habe ich aber an anderer Stelle natürlich schon gelesen, ist so ein tolles Markttechnikforum, habe ich jetzt schon gelesen. Ja, also wer dann da nicht von den tollen Gurus dann 100% im Jahr macht, der taugt nichts. Da frage ich mir schon. Wahrscheinlich hat der liebe Gott bei der Person da drin nur einen Zettel liegen lassen. Platz war für Hirn vorgesehen, war aber aus zu dem Zeitpunkt. Ja, weil wer so einen Quatsch von sich gibt, dass jeder Profi 100% im Jahr machen muss, da fehlt's also schon hier an nicht mehr Intelligenz, sondern fehlt schlicht und ergreifend an überhaupt Platz, wo Hirn drin sein sollte, weil das völliger Quatsch ist. Will nicht sagen, dass es nicht machbar ist, aber rechne doch das einfach mal durch. Wenn es tatsächlich machbar wäre, jedes Jahr 100% zu machen, dann würden der Stefan und ich heute nicht hier sitzen. Sicherheit, ja. Völliger Nonsens. Und deshalb die Frage, sind unsere Ziele realistisch? Was kann ich denn überhaupt machen? Das ist ja auch, was ja auch viele gar nicht auf dem Schirm haben, wenn sie über diese 100% reden. Was für ein Risiko muss ich denn eingehen, um überhaupt diese 100% erreichen zu können? Nicht? Also da ist ein Risiko, was völlig unmenschlich ist und was im Zweifel auch in den Ruin führt, muss man auch ganz klar so sagen. Und für mich ist immer der Warren Buffett so das schöne Beispiel, der nur wirklich es drauf hat. Und der hat über viele, viele Jahre, über 40 Jahre im Schnitt so um die 25% erreicht. Und das ist der absolute Superstar. Also der es kann. Einer der Besten der Welt. So. Und an dem müssen wir uns doch messen, denke ich mal, ja. Das sehe ich auch so, und das ist durchaus machbar, und das ist eine Hausnummer, wo man sagen kann, jawohl, aber was war es für eine Zeit, was hast du gerade gesagt, was für ein Zeitraum? Über 40 Jahre, über 44 Jahre hat er im Schnitt, ich glaube, 26% ungefähr gemacht, und das ist ja schon wirklich stark über so einen langen Zeitraum vor allen Dingen. Jetzt sagt man ja, 26% hört sich jetzt nicht viel an, aber so ein normaler Fonds, ja, der macht vielleicht 11, 12, langfristig gesehen, wenn überhaupt. Ja. Nicht jetzt auf ein, zwei Jahre, sondern wirklich mal aufs lange Ende gesehen. Ja. Richtig, genau. So, und jetzt hast du es aber gerade gesagt, über 40 Jahre im Schnitt. Da waren auch Jahre dabei, da war nichts drin, da war mit Sicherheit auch mal Minus drin. Ja, und dann waren auch Jahre da drin, da war es vielleicht mal 50, 60, 70%. So, ja. Aber wer behaupten würde, jedes Jahr, oder man muss jetzt auf das eine Jahr 100% machen, bin alle Tasten im Schrank, so ein Quatsch. Ja, und das sage ich auch jedem mitten ins Gesicht, weil der hat es einfach nicht verstanden. Und da bin ich auch rigoros in meiner Ausdrucksweise,
weil das ist einfach bar jeglicher Vernunft. Und deshalb müssen wir einfach in dem, was wir tun, realistisch bleiben. Und jetzt wollen wir uns heute mal beschäftigen. Ich switche immer ein bisschen jetzt zwischen der Präsentation und zwischen dem Live-Chart, denn wir wollen uns mal mit dem Chart jetzt als solches beschäftigen. Das ist ja heute unsere Ausgangsbasis, die Einfachheit des Charts. Und da wechsle ich jetzt mal einfach auch hinein. Und es müsste hier, glaube ich, jetzt auch sichtbar sein. Jawohl. Hoffe ich doch. Da ist es. Genau. So. Wir wollen uns mal grundsätzlich beschäftigen. Ich wollte aber erstmal noch, nee, da wollte ich nicht hin. Sekunde, ich hatte erst noch was anderes auf dem Schirm. Ah ja, so, und zwar, ich habe es gleich. Da wollte ich hin, genau. So, als erstes wollte ich nämlich dahin, denn ich möchte euch mal ganz kurz zeigen, wie denn, es geht ja um die Frage, wohin geht der Markt? Wir wollen uns mit diesen Fragen beschäftigen, wohin geht der Markt? Was für eine ist jetzt erstmal wurscht, ja, wo gehe ich rein und wo gehe ich raus. Dazu müssen wir uns aber erstmal mit dem Chart als solches beschäftigen und wie ein solcher Chart grundsätzlich aufgebaut ist. Ja. Wie funktioniert der Markt generell? Und das ist in der Summe relativ einfach. Jeder Markt, egal welcher, da kannst du von Schweinebauchhälften bis zur Aktie, bis Futures nehmen, was immer du möchtest. Jeder Markt wird immer folgende Situation haben. Ich mache das jetzt mal hier ein bisschen einmal so, mal so rein. Der Markt wird immer Folgendes machen. Bewegung, Korrekturen, bis irgendwann das ganze Ding mal in die andere Richtung geht. Ja, aber er wird auch da immer wieder in Bewegungen und Korrekturen arbeiten. Bewegungen und Korrekturen. So. Jetzt stellen an der Stelle viele die Frage, warum steigt denn der DAX? Warum fällt denn der Euro? Warum steigt denn Gold? Warum fällt denn die Allianz-Aktie? Warum steigt denn die BASF-Aktie? Das ist die falsche Frage. Also die Frage, warum, ist erlaubt, aber an der Stelle falsch. Ja? Denn darauf gibt es immer nur eine einzige Antwort. Der Markt steigt, weil mehr Nachfrage als Angebot da ist. Und der Markt fällt, weil mehr Angebot als Nachfrage da ist. Das ist der einzige Grund, warum der Markt das tut. Ja, und deshalb reden wir hier, oder ich mache das zumindest so, von sogenannten Hochpunkten. Denen geben wir hier den Punkt 2. Und so ein Korrekturpunkt ist für mich immer der Punkt 3. Ja, und wir zählen jetzt nicht nach oben und auch nicht nach unten, sondern es ist immer der Punkt 2 und der Punkt 3. Ein Hochpunkt ist immer der Punkt 2 und ein Korrekturpunkt ist immer der Punkt 3. Können wir sich ganz einfach merken. Ja, und irgendwann geht es halt dann in die andere Richtung. Und wenn heute dann so ein Trend gebrochen worden ist, dann geht es wieder in die andere Richtung. Ja, dann ist der Tiefpunkt in dem Fall der Punkt 3 und der hochkorrektive Hochpunkt der Punkt 3. Und dann ist es da oben, wenn man es nachvollziehen kann, dann hier der neue Punkt 1, weil dort oben dann ein neuer Trend beginnt. Und so funktioniert es so. Und hier musst du dir jetzt hier stellen wir uns jetzt die Frage, wo ist meine Maus? Da ist sie. Ja, also ich mache das jetzt wirklich durch. Punkt 2, Punkt 3, Punkt 2 und Punkt 3 und wieder der Punkt 2. So, also immer die Frage, warum stellen an der richtigen Stelle? Warum? Ganz einfach, Angebot und Nachfrage wechselt sich. Und genau daraus entsteht der Kurs und der Trend. Dieser ständige Wechsel von Angebot und Nachfrage führt einfach zu Bewegungen und zu Korrekturen. Und zu Bewegungen und zu Korrekturen. Und am Ende des Tages haben wir nichts anderes, als dass wir hier einfach nur einen schönen Trend haben. Mehr haben wir nicht. Am Ende des Tages ist es immer irgendwo ein Trend. Das ist der Markt und genau das tut er auch. Und daraus resultiert die sogenannte Dow-Theorie, ja, von der wir ausgehen, dass es hier in dem Bereich der Korrektur, sprechen wir von der Akkumulationsphase, da wo noch wenige reingehen, wir aber schon, da gibt es auch klare Signale dafür. Daraus resultiert dann, wo gehen wir rein, wo gehen wir wieder raus, da kommen wir auch noch drauf. Einfachheit steht ganz oben drüber. Ja, anschließend folgt dann hier die
Also hier ungefähr ist die sogenannte Akkumulationsphase. Auf dem Weg zu dem Punkt 2 haben wir dann die sogenannte Progressionsphase. Und alles, was über den Punkt 2 hinausgeht hier, das ist die sogenannte Distributionsphase. Das können wir momentan in den Märkten sehen, Dow, Nasdaq, S&P, alle in the move, alle in der Bewegung, alle in der Distributionsphase. Da hat ein erfahrener Händler nichts mehr drin zu suchen. Wir wollen aus der Korrektur herauskommen. So, das ist jetzt mal prinzipiell das, was der Markt macht. Wenn wir uns jetzt Charts anschauen, ja, dann wirst du sehen, es ist im Prinzip ganz einfach. Vertrauen, das ist dann das Geheimnis, was ich dazu brauche. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal im Markt an. Ich hatte es ja gerade schon mal hier eingeblendet. So, schauen wir uns doch einfach nur mal einen bestimmten Ausschnitt letztendlich an. Ja? Machen wir jetzt hier, was habe ich jetzt hier für einen Wert? Australdollar, US-Dollar. Ich möchte an der Stelle nur sagen, ich bin in der Hauptsache Devisenhändler, weil ich weiß, sind berechenbar, sind reproduzierbare Trades, die ich da machen kann, ist an Einfachheit letztendlich nicht zu überbieten. So, und jetzt schauen wir uns einfach mal nur so einen Ausschnitt, das war falsch, einen Ausschnitt einfach nur mal an. Na, komm her. Ich wollte eigentlich da hoch. So, wir schauen uns jetzt nur mal so einen Ausschnitt an. Und zwar diesen hier. Na, bleib hier. Ich bin hier in der falschen Richtung unterwegs. Na, das kriege ich hier jetzt nicht hin. Egal, nehmen wir das hier. So, nehmen wir hier ganz einfach nur mal eine Trendlinie und wenn wir uns die nach oben ziehen, wo ist sie? Nein. So, wenn wir uns das anschauen, der Markt besteht aus Bewegung, ja, und Korrektur. Dann die Bewegung und als nächstes wieder die Korrektur. Der Markt macht nichts anderes. Wir gehen immer bis zum tiefsten Punkt. Und jetzt ist zum Beispiel etwas auch ganz, ganz, ganz wichtig. Von einer Trendfortsetzung reden wir immer erst dann, wenn wir auch über diesen letzten Punkt 2, ja, den wir jetzt hier zum Beispiel, also hier sind unsere Punkte 2, ja, und das ist am Anfang immer verwirrend, ne? Dann haben wir hier den Punkt 3, Korrekturpunkt. Und hier haben wir aktuell den Punkt 3. So, jetzt geht es die Trendfortsetzung, Achtung, ganz, ganz wichtig, wirklich auch erst weiter, wenn wir über diesen Punkt 2 hier auch einen Schlusskurs haben. Und den haben wir eigentlich erst hier bekommen mit dieser Kerze. Da gab es noch keinen Schlusskurs. Ja, erst mit einer dieser Kerzen gab es dann hier diese Trendfortsetzung. So, und dann können wir wieder nach oben zeichnen. Ja, und jetzt haben wir wieder eine Trendfortsetzung. So, und wenn ich das habe, dann kann ich automatisch auch meine letzte Korrekturzone herausfiltern. Die läuft nämlich dann von dem letzten oder von dem vorletzten Punkt 2 bis zu meinem Korrekturpunkt 3, da unten. So, und jetzt haben wir eine Statistik. Ihr seht schon, der Markt macht unterm Strich immer das Gleiche. Warum jetzt das passiert, da gibt es nur eine einzige Antwort darauf. Weil an einem bestimmten Punkt im Markt mehr Kaufinteresse dasteht, als Verkaufinteresse im Orderbuch drinsteht. Und genau deshalb hast du mehr Nachfrage, steigt der Markt. Hast du an einem gewissen Punkt mehr Angebot, fällt der Markt. Das Warum da dahinter ist ja vollkommen wurscht. Egal, warum die das machen. Die Tatsache ist, dass sie es tun. Das Warum Hänschen Klein jetzt verkauft,
ja, weil er nach Hause muss oder auf Toilette muss oder in Urlaub muss, oder warum der Sepp Hinterseher jetzt seine Aktien verkauft, ist ja vollkommen wurscht egal. Da habe ich ja nichts davon, wenn ich das weiß, warum der das macht. Mir geht es doch darum, dass ich weiß, wie sich der Markt verhält. Und ich weiß immer, dass er sich immer in Bewegungen, und Korrekturen arbeitet. Mehr macht der Chart und der Markt nicht. Egal welcher Markt, kannst du dir DAX angucken, kannst du dir Euro angucken, kannst du dir Futures angucken. Alles, Aktien, alles ist vollkommen egal. Können wir uns das ganze Universum der Charts anschauen. Er macht es immer wieder, weil Menschen kaufen und verkaufen. Und am Ende steht ein Trend. Das ist die reine, pure Einfachheit im Markt. Ja? Jetzt ist natürlich die Herausforderung, naja, ist ja alles schön und gut, jetzt kann ich das eben hinten nach, kann ich es einzeichnen. Ja, ja, wir sind am rechten Rand des Charts und nicht links. Links kann ich immer sagen, ja, da wäre ich und da hätte ich und da wäre ich. Klar, da hilft uns natürlich dann schon auch die Mathematik weiter. Wir wollen uns aber noch einen anderen Chart anschauen. Wir haben jetzt hier die Tagescharts zum Beispiel. Wir machen es mal ein bisschen kleiner. So, seht ihr auch hier, es ist immer wieder, und schaut euch das bitte in aller Ruhe an, Bewegung, ja, Korrektur. Ich mache es jetzt einmal ein bisschen größer. Bewegung, Korrektur, ja, so. Korrektur, wieder, und guck mal her, fast bis zum Punkt 2 zurückgelaufen. Fast, nicht immer. Wenn es immer wäre, hätte man eine Garantie. Gibt uns der Markt leider nicht, können wir nichts damit anfangen. Wir arbeiten nur mit Wahrscheinlichkeiten. Dann Distributionsphase, weit gelaufen. Ja, so, war eine Bewegung. Aber nach jeder Bewegung kommt auch eine Korrektur, weil einfach mehr Menschen, mehr Händler verkaufen als kaufen. Und irgendwann kommt wieder genügend Kaufinteresse rein und der Markt steigt wieder bis zu einem nächsten Hoch und als nächstes korrigiert er wieder. Siehst du, und dann fängt einfach auch mittendrin ein untergeordneter Trend an, ja, und dann geht es einfach in die andere Richtung, dann eben mit Bewegungen und Korrekturen in die Short-Richtung. Aber er macht trotzdem in beiden Richtungen immer das Gleiche, spielt gar keine Rolle. Und irgendwann fängt das Ganze wieder in die andere Richtung an und schon geht es wieder los mit Bewegung und Korrektur. Das Warum dahinter spielt keine Rolle. Merkt euch das bitte. Das Warum ist völlig uninteressant. Wir wissen nur, dass er das macht, weil mehr Angebot als Nachfrage besteht, weil dieser Wechsel ständig immer wieder da ist. So, und jetzt guckt mal, er läuft genau, Achtung, es ist spannend. Aufpassen jetzt, ganz wichtig. Er läuft mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit immer in diese Korrekturzone zurück. Und von dort aus arbeitet er sich dann wieder nach oben mit der nächsten Bewegung, ja, und einer nächsten Korrektur. Und guckt mal, wie weit das die Korrektur gelaufen ist, ja, bis zu diesem Punkt 2. Ja, ja. Weil sich dann nämlich unsere Korrekturzone, ja, hat sich dann verschoben von da nach da unten. Ja. Und der Markt ging hier wieder zurück. Das ist so vorhersehbar, dass ich daraus statistische Vorteile mir erarbeiten kann. Und genau damit arbeite ich. Ich arbeite im Markt mit den beiden natürlichsten Dingen, die es gibt. Eines habe ich euch hier jetzt schon vorgestellt. Ja, das ist der Trend. Der Markt macht, merkt euch das bitte, er macht nie irgendwas anderes. Vielleicht ist nicht jedes Chartbild so sauber. Dann lasse ich es halt ganz einfach weg. Ich trade in der Hauptsache schöne Chartbilder. Saubere Chartbilder. Das kann ich jetzt angucken, kann ich jetzt jedes Währungspaar durchgehen. Schaut euch das einfach nochmal an. Ja, merkt ihr was? Der Markt macht immer das Gleiche. Ich nutze übrigens Heikin Ashi Version als Candle-Darstellung, weil ich nicht die einzelne Kerze ist für mich nicht interessant, sondern der Trend ist für mich interessant und der Chart. Und den Chart kann ich so einfach lesen. Du brauchst nur ein sauberes, klares Chartbild. Schaut dir das an. Ist es nicht schön? Traumhaft. Schöne, gleichmäßige Schwünge nach oben. Bewegungen, Korrekturen, Bewegungen, Korrekturen. Ja, das ist das, was der Markt macht.
Und damit haben wir die Antwort auf die Frage, in welche Richtung geht der Markt? Statistisch gesehen geht er mit einer Wahrscheinlichkeit von fast 70% immer aus der Korrektur in Trendrichtung. Sicherlich ist irgendwann jeder Markt mal reif. Wenn er lange gelaufen ist, dann fällt, dann geht er in die andere Richtung. Aber die Statistik bleibt die gleiche. Weil uns ist es als Händler ja egal, ob ich in die Richtung oder in die andere Richtung trade. Dazu ein wichtiges Wort an der Stelle. Was möchtest du damit bezwecken, dass du hier im Markt unterwegs bist? Was willst du? Hast du dir die Frage nach dem Warum eigentlich schon mal gestellt? Weißt du, warum du im Markt drin bist? Willst du den Markt prognostizieren? Willst du ihn analysieren? Willst du Recht haben? Oder willst du Geld verdienen? Mit prognostizieren, mit Recht haben, hast du kein Geld verdient. Geld verdienen tust du im Markt, wenn du auf die Taste für Kaufen oder Verkaufen drückst. Das ist die Frage, die du dir stellen möchtest. Warum machst du diesen ganzen Quatsch? Ja. Ich mache ihn, so profan wie das klingen mag, ich will einfach nur Kohle verdienen. Und ich verdiene Kohle damit. Warum? Ganz einfach, weil ich eines der einfachsten Setups handle, dass man handeln kann. Das besteht aus zwei der natürlichsten Komponenten, die es gibt. Und eines habe ich euch hier vorgestellt, das ist der Trend. Was anderes macht der Markt nicht. So, jetzt haben wir festgestellt, jetzt haben wir geklärt, ja, wohin geht der Markt? Mit einer Wahrscheinlichkeit von 70% immer aus der Korrektur in Trendrichtung. Ja? Seht ihr hier auch. Ob das dann rauf oder runter geht, ist egal. So, jetzt wenn man sich das ein bisschen durchdenkt, ne, ganz wichtig, denken ist nicht zu viel, aber hin und wieder muss ich denken im Börsenhandel. Wenn ich mir also das durchdenke, ja, zwei Dinge. Dass wenn der Markt reif wird, also wenn er viele Arme hat, dann ist mir ja klar, dass ich möglichst früh in einen Trend einsteige. So, daraus resultiert eine meiner ersten Grundregeln, ich brauche einen validen Trend. Und ein valider Trend besteht aus einer Bewegung, einer Korrektur und einer Bewegung. Ja? Erst wenn ich das habe, bin ich in der Lage, meine erste Korrekturzone einzuzeichnen. So, jetzt habe ich einen Trend und jetzt erst wird das Ganze für mich interessant. Erste Regel, valider Trend. So, für mich ist dann klar, ich handle am liebsten die erste Korrektur, die zweite, die dritte und die vierte. Bis zur vierten Korrektur bin ich immer noch mit dabei. Ab der fünften ziehe ich mich zurück, weil ich weiß, dass der Markt dann zu reif wird. Statistisch gesehen, ja, sinkt die Wahrscheinlichkeit ab der fünften Korrektur auf eine Wahrscheinlichkeit von fast 50%. 50-50 kann ich ja ins Casino gehen. Brauche ich nicht. Ich brauche Wahrscheinlichkeiten auf meiner Seite und die sind bis zur vierten Korrektur, liegen die bei fast 70%, dass er sich wieder fortsetzt. Also arbeiten wir hier mit der natürlichsten Geschichte, die der Markt zu bieten hat. Bewegung, Korrektur, Trend, Ende. Das Warum? Uninteressant. Wir wissen, dass er das tut. So, damit haben wir die Frage geklärt, wohin geht der Markt? So, jetzt kommen die beiden anderen Fragen, die für die meisten Händler, wo die meisten Händler scheitern. Ja? Wo gehe ich rein? Und noch viel schlimmer, wo gehe ich wieder raus? Ja? Für viele Händler ist es ja immer klar, ja, ich gehe da und da gehe ich rein, wenn sich die dreiviertel gekreuzte Quadratlinie mit dem RSI im 86. Quadranten vom Sternzeichen Hippocondor, keine Ahnung, kreuzt, ja, dann gehen sie in den Markt rein. Die wenigsten wissen aber, wo sie wieder rausgehen sollen aus dem Markt. Handle ich den Trend? Gehe ich an einem Widerstand wieder raus? Oder wenn der Zug nach Hogwarts auf 9 Gleis 3/4 einfährt, gehe ich dann wieder raus aus dem Markt? Viele, viele Fragen, mit denen sich die meisten Händler beschäftigen. Und es kann so einfach sein. Es kann so einfach sein, wenn ich nur weiß, wie der Markt funktioniert. Und dazu gebe ich euch ein Hilfsmittel an die Hand. Das ist so simpel. Es ist so simpel, ja, dass dir schon ganz Angst und Bange wird. So groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Ding auch funktioniert. Was ist denn eine der natürlichsten mathematischen
Gleichungen, die es in der Natur gibt. Stefan, weißt du das? Eine Natur. Richtig. Was ist die natürlichste mathematische Gleichung? Oder vielleicht wissen es unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, mit denen die Natur Meinst du arbeitet, mit denen wir Menschen sind. Fibonacci oder sowas? Richtig, nicht nur oder sowas, sondern genau Fibonacci. Ja, das ist die natürlichste Zahlenreihe, Goldener Schnitt sozusagen, die du überall findest. Das ist total faszinierend. Ja, wenn du, da braucht man ja nur mal hergehen und gucken uns das Ganze mal an und du gibst einfach nur mal ein Fibonacci, ja, Mhm. in Human Body als Beispiel, ja, und Bilder überall, ja, ist die natürlichste Zahlenreihe, die es überhaupt gibt, die sich in der Natur wiederfindet. Fibonacci. Ja? Das ist die natürlichste Zahlenreihe, die es gibt. Natur pur. So, jetzt haben wir die erste Natur, unseren Trend. Ist die natürlichste Geschichte, die es im Börsenhandel gibt. Und jetzt daraus fügen wir noch hinzu die zweite natürlichste Geschichte, die wir haben. Und das ist die Fibonacci. Zahlenreihe, mit denen wir arbeiten. Und jetzt pass auf, denn daraus ergibt sich unser glasklares Setup, mit dem wir arbeiten. Und es ist so einfach, dass es jeder machen kann. An der Stelle magst du vielleicht fragen, naja, aber wenn es so einfach ist, warum macht es dann nicht jeder und wieso scheitern dann so viele Händler? Die Antwort ist auch einfach, weil die Entscheidung hier im Kopf getroffen wird. Wir befinden uns am rechten Rand des Charts, wo du nicht weißt, was der Markt macht. Du kannst am rechten Rand des Charts nur mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten. Und genau deshalb brauchst du ein klares Regelwerk, das statistischen Vorteil für dich bringt. Und das sind in diesem Bereich die zwei natürlichsten Dinge, die ich gerade schon gesagt habe, Trend und Fibonacci. So, wie arbeiten wir jetzt mit Fibonacci? Auch ganz einfach, weil diese Fibonacci-Geschichte zeigt uns sofort, wo ich rein muss, wo ich rein kann und vor allem, wo ich wieder rausgehe, wo ich mein Geld verdient habe und natürlich auch, wo ich Geld verliere. Jetzt sagst du, wie kann ich Börsen Geld verlieren? Ja, na, klar, Sowas. bitteschön. Ja, wie geht's denn sowas? Ich kann im Börsenhandel Geld verlieren. Um Gottes Willen, natürlich kannst du im Börsenhandel Geld verlieren. Das gehört sogar dazu, dass du Geld von dir verlierst. Sonst hätten wir ja wieder einen garantierten Ansatz und wir hätten keine Börse. Aber dafür arbeiten wir natürlich auch mit Stops. So, was tust du jetzt also? Ja, ich fange jetzt links einfach an. Nur ein Beispiel. Trendhandel und Fibonacci. Was tust du? Du machst Folgendes. In dem Moment, wo der Markt sich nach oben bewegt hat, ich bin jetzt hier mit meiner Maus, ja, 30.06. und er macht kein höheres Hoch mehr, bist du in der Lage, das erste Mal Fibonacci anzulegen. Ja? Das heißt, du gehst hier hin, nimmst deine Fibonacci Retracement, ziehst sie hoch, ja, dahin, bis zum Hoch und dann geht es letztendlich dann auch schon los. Das war jetzt die falsche Richtung, Entschuldigung. Da muss ich andersrum. In dem Fall jetzt andersrum. Man kann es ja auch programmieren, das ist vollkommen egal. Auf jeden Fall, du nimmst diese Strecke von der Korrektur bis zur. Jetzt macht das wieder so. Ich wollte es eigentlich andersrum. Du musst die Trendlinie fallend machen, also von links oben nach rechts unten zeichnen. Ja, habe ich jetzt gerade eben gemacht. So, Oder jetzt, nach ja. da? Ah, jetzt. So rum sind wir. So, und jetzt siehst du, der Markt hat eine sogenannte korrektive Komfortzone. Eine korrektive Komfortzone, in die er mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit immer reinläuft. Und zwar ist die zwischen der 38er und der 76er Fibonacci Retracement Bereich. Mache ich jetzt einfach mal rot. Dann sehen wir das. Ja? Und da läuft er mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit immer wieder rein. Nicht immer, sonst hätten wir wieder ein garantiertes Setup. Gibt es nicht. Mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Und was du jetzt zu tun hast, ist nichts anderes,
als dass du hergehst. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher. Kann ich das, Stefan, kann ich das nach oben? Du kannst das nach oben verschieben, genau, und jetzt in der Mitte anfassen und dann. Nee, ah, okay, ich will aber das Ganze nicht verschieben, sondern ich will es projizieren. Das mittlere Quadrat anfassen. Das sind doch jetzt Quadrate, genau. Das hier? Ja. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte das projizieren nach oben, weißt du? Ja, Dass oder ich jetzt hier duplizieren. auch. Dann machst du Rechtsklick und duplizierst. Oder wie wolltest du Ah, es? okay. Genau, dupliziere. So. Und dann wieder in der Mitte anfassen. In der Mitte, ja, ich sehe Ja. schon, okay. So, also. Genau. So, jetzt machen wir es mal so. Okay, prima. So, und damit, ihr Lieben, habt ihr automatisch, wenn du weißt, wie weit das er korrigiert hast, gehst du genau das gleiche Stück in die Projektion nach oben. Wir sehen jetzt zum Beispiel hier, dass er bis 38 entsprechend korrigiert hat. Dann liegt dein Ziel auch bei der 38er Fibonacci Retracement hier oben. Rein, raus, Mickey Maus. Ende Gelände. Mehr ist es nicht. Und damit arbeiten wir mit den beiden natürlichsten Sachen, die du im Markt finden kannst. Trends aus bestehen aus Bewegung, Korrektur und Fibonacci. Die Natur, die natürlichste mathematische Gleichung und Zahlenreihe, die es gibt. Und das funktioniert mit einer immens hohen Wahrscheinlichkeit. Und weißt du, was sich damit aufhört? Diese ewige Spekuliererei. Wie weit gehe ich denn? Wo gehe ich denn wieder raus aus dem Markt? So, wo geht denn der Stopp hin? Ja, der Stopp geht immer unter den letzten Punkt 3. Das ist ganz, ganz wichtig. Unter dem letzten Punkt 3. Und solange der Markt hier nicht drunter fällt, kann er gar nicht anders, als sich fortzusetzen. Die einzige Komponente, die wir nicht im Griff haben, ist der Faktor Zeit. Du weißt nicht, wie lange das es dauert, bis er dich entweder rausholt oder dein Ziel erreicht. Aber ich kann es euch sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass er sein Ziel erreicht, unter folgenden Bedingungen. Du hast einen Trend, du hast eine Korrektur, die mindestens 38% Fibonacci korrigiert hat, du hast einen Trend, der maximal vier Arme hat, also nicht zu reif ist, dann hast du eine Wahrscheinlichkeit, eine Trefferquote, die liegt über 70%. Und wenn du damit kein Geld verdienst, verdienst du auch auf keine andere Art und Weise im Markt Geld. Weil du siehst auch hier im Markt bei mir keine Trendlinien, Dreiecke, was auch immer oder Indikatoren, Oszillatoren, brauche ich alles nicht. Warum nicht? Ganz einfach. Was war zuerst da, die Henne oder das Ei? Die Glaubensfrage. Was war zuerst da, der Kurs oder der Indikator? Natürlich der Preis, der Kurs. Weil ohne Preis kein Indikator, ohne Preis keine Trendlinie, ohne Preis kein Oszillator, ohne Preis gar nichts. Ende. So, haben wir ein Beispiel hier. Es funktioniert immer wieder aufs Neue. Jetzt mache ich das mal hier Hast du weg. eigentlich den Trend gehandelt? Das fragt nämlich gerade hier der Steffen. Ich hab Euro gehandelt und zwar im Tag. Und zwar habe ich dieses Stück hier mitgenommen. Das Das war hast du. hier aus dem, Okay. das Stück habe ich hier mitgenommen. Da hatte ich mein Dow-Hau-Signal und habe das Stück hier mitgenommen. Und in dem Fall war das hier eine 100% Korrektur. Und zwar, jetzt nehme ich mal dieses Fibonacci, das kann ich euch jetzt da zeigen. Und zwar lege ich das eben jetzt dann hier an. Das war also diese Bewegung hier. Ja, und da sehen wir schon, es war in dem Fall eine 100% Korrektur. So, und in dem Fall habe ich bei mir jetzt diese Retracements farblich markiert und die letzte 100% ist schwarz. Und dann ist das Ziel bei mir ganz einfach, schwarz zu schwarz, blau zu blau, gelb zu gelb, grün zu grün nach oben hin. So, jetzt habe ich gesehen, dass der Markt 100% korrigiert hat. Also war für mich ganz klar, bis hierhin lief die Korrektur. Ja, und damit liegt mein Ziel auch bei der nächsten schwarzen, und das war dann die hier oben, und die hat es dann auch in dem Fall erreicht. So, und das ist das einfache Setup. Das funktioniert in jedem Markt, es funktioniert zum Beispiel auch auf Stundenbasis. Machen wir es einfach mal hier. Ich zeige das einfach nochmal, weil es einfach so simpel ist. Ja, und ich gehe jetzt hier einfach mal, jetzt machen wir es mal abwärts. Ja, arbeiten wieder mit unserem Trend. Ich mache das mal ein bisschen größer.
Bewegung. Das ist ganz einfach, hat weder was mit Kaffeesatzleserei zu tun, sondern es sind die einfachsten Dinge, die im Markt funktionieren. Ja? Da habe ich keinen Schlusskurs darunter, also muss ich dahin, ganz wichtig. So, Achtung, jetzt habe ich wieder meine erste Korrekturzone. Müsst ihr euch ja vorstellen, wir sind am rechten Rand des Bildschirmrands. Das ist, der Rest sehe ich ja nicht. Vertrauen, ne? Ihr Lieben, Vertrauen brauchen wir im Markt und ich kann euch sagen, er tut es öfter, als dass er es nicht tut. So, jetzt habe ich meine erste Korrekturzone wieder. Die läuft von meinem Punkt 2 bis zu diesem Korrekturpunkt 3 hier oben. Nun kann ich wieder hergehen, nachdem es hier zu keinem weiteren Tief kommt, sondern es nach oben geht. Jetzt kann ich hierher gehen und kann wieder sagen, ah, okay, hier wieder Fibonacci anlegen. Ne? Von meinem Tiefpunkt bis zum Korrekturpunkt. So, wie weit hat der Markt korrigiert? Oh Wunder, die 61,8 ist Golden Ratio. Das ist der goldene Schnitt. Und eine unfassbare Wahrscheinlichkeit, dass er genau bis dorthin arbeitet. So, diese Bereiche sind bei mir rot gekennzeichnet und ich weiß automatisch, jetzt trade ich von rot zu rot. Das heißt, ich nehme hier wieder mein Fibonacci Retracement. Ja, und sage, in dem Fall jetzt duplizieren, dann nehme ich diese ganze Geschichte, dupliziere die jetzt nach unten hin, ja, guck mal, ist alles simpel, wenn man eine ruhige Hand hat, genau so ist es. So, und wo ist mein Ziel? Auch wieder, in dem Fall auf der Unterseite, ich muss es nach unten jetzt andersrum projizieren, müsst ihr euch jetzt vorstellen, hier unten wäre dann mein 61er, 161 in dem Fall, bumm, so einfach, ihr Lieben. Geld verdient. Hat ein paar Stunden gedauert, in dem Fall ist es der Stundenchart, hat ein paar Stunden gedauert. Ist so simpel, ihr braucht nur Vertrauen in den Markt. Alleine kann ich euch sagen, ist es schwierig. Deswegen habe ich meine Community, weil wir es gemeinsam machen. Ja? Und da sind wir gemeinsam stark. Schaut, und das Spiel kannst du dir immer wieder aufs Neue fortsetzen. Es ist immer wieder die gleiche Geschichte. Dann hattest du jetzt diese Korrektur, die ging da hoch. Ja? Ich muss es jetzt, Stefan, einmal durchexerzieren, dass es auch wirklich für jeden verständlich ist. Dann hast du die nächste Bewegung nach unten hin und dann wieder die nächste Korrektur hier nach oben hin. So, wie weit hat der Markt in dem Fall jetzt korrigiert? Jetzt nehmen wir dieses Teil mal und ziehen das mal ein bisschen weg. Oder erstmal nach unten hin. So, und jetzt nehme ich dieses Fibonacci. Ja, und legt es hier wieder an von meiner, ja, von da, beziehungsweise ich muss es jetzt hier hochsetzen, ja, weil da hat ja meine Bewegung gestartet und siehe da, 38 hat es hier wieder korrigiert. Und jetzt kann ich hier mein Fibonacci wieder hernehmen und dupliziere das Ganze genauso wieder nach unten hin. Muss ich es aber anders machen. Haben wir gleich. So, nehme das, ziehe das da unten hin, ja, und siehe da, schau mal, 38 oben, 38 unten, bumm, Geld verdient. Ihr Lieben, das Warum, nochmal ganz, ganz wichtig, das Warum ist scheißegal, es ist vollkommen wurscht, egal warum der das macht, ob der Dollar fällt oder Japan fällt, ist doch vollkommen wurscht, egal, wir wollen doch Geld verdienen. So profan und so simpel es klingen mag, aber deswegen sind wir doch da. Nicht, dass wir uns hinterher stellen können und sagen, ich habe recht gehabt, DAX ist gestiegen, super. Kannst du dir davon was kaufen? Nee, kannst du nicht. Kannst du nichts davon kaufen, der sich hinterher hinstellt und sagt, ich habe es gewusst, dass der DAX steigt. Ja, hast du kein Pfennig Geld damit verdient, kriegst du keine Butter aufs Brot. Damit kriegst du Butter aufs Brot und da kriegst du sogar noch Wurst aufs Brot. Und in Bayern sagen wir, wenn die Wurst dicker ist wie das Brot, ist Wurst, wie dick das Brot ist. Und damit habe ich Geld verdient, ihr Lieben. Und das funktioniert in jedem Markt. Ja, wir haben das jetzt so schön gesehen hier als Illustration auch im Nanotrader. Das ist ja unsere Plattform hier. Ja, man kann das wunderbar einzeichnen, wie Sie sehen. Man kann das sehr schön analysieren. Auf allen möglichen Zeiteinheiten funktioniert das ja auch in jedem Markt, haben wir auch gerade gehört. Und das Schöne ist, wenn man jetzt auch noch den Trade, kann man auch noch daraus absetzen
Und natürlich dann Stopp und die Targets entsprechend automatisiert setzen lassen und kann, braucht sich dann um gar nichts mehr kümmern, ne? Dann geht das alles von alleine und dann haut er da bumm unten rein und dann hast du die Wurscht sozusagen, dann hast du das Geld verdient. Und für alle diejenigen, die eben den Nanotrader noch nicht kennen oder WH Self Invest noch nicht kennen und unseren tollen Service noch nicht kennen, Markus hat es ja eingangs erwähnt, er ist ja selber bei uns und sagt ja auch, super, ja, das ist genau das, was man braucht als Broker. Dann habe ich hier eine kleine Umfrage für Sie vorbereitet, die blende ich mal ganz kurz ein. Und zwar, da ist sie, für unsere Neukunden, ja, also für die, die noch nicht Kunde sind, bei Interesse klicken Sie bitte einfach eine der beiden Optionen an. Nämlich, Sie können eine persönliche Online-Einweisung in die Trading-Plattform bekommen und damit dann das Ganze auch erlernen, wie das alles funktioniert und wie man das hinbekommt, was ich gerade angesprochen habe, auch mit den Automationen und den Automatismen, die dahinter sind. Oder Sie sagen, nee, ich mache gleich Nägel mit Köpfen, ich möchte einen Anruf bekommen von WH Self Invest und, oder auch von mir und dann das Angebot für Schnellentschlossene. Nehme ich mal ganz locker mit, denn da haben wir immer auch ein nettes Angebot für Sie, um Sie da auch zu unterstützen und dass Sie mit dem Traden gleich loslegen können. Na, das ist ja immer ganz, ganz wichtig, dass man eben dann auch irgendwann mal ins Tun kommt. Ja, das ist auch ganz entscheidend. Natürlich sollte man immer auch ein bisschen üben in der Demo, aber letztendlich das Geld wird im Realkonto verdient und da muss man dann auch irgendwann loslegen. Okay, gut, dann lasse ich es nochmal ganz kurz hier so 10 Sekündchen nochmal kurz stehen und Sie klicken bitte einfach auf eine der entsprechenden Optionen. Dankeschön. So, dann haben wir das jetzt wieder. Genau, jetzt ist der Markus wieder da. Genau. Markus, wie wird denn das Einstiegssignal bei dieser Systematik generiert? Gibt es da ein untergeordnetes 1, 2, 3? Nein, da machen wir das ganz einfach. Auch wieder einfach und da hilft uns Heikin Ashi. Version wieder mit dabei. Es gibt in der Heikin Ashi Darstellung sogenannte Ausgleichskerzen. Die sehen aus wie ein sogenannter Doji oder ein Shooting Star. Und die helfen uns. Die kann man ganz einfach herausfiltern. Schaut mal, das hier sind sogenannte Ausgleichskerzen. Diese hier. Das sind sogenannte Ausgleichskerzen, die ich hier haben kann. Das ist auch so eine Ausgleichskerze hier. Das war jetzt Quatsch. Das hier ist eine Ausgleichskerze, ja. So, und die gehört zu meinem Regelwerk mit dazu. Also die praktisch eine Lunte oben und unten haben, ja, wenn ich das richtig erkenne. Richtig, genau. Ein kleiner Kerzenkörper und ein Schatten auf der Ober- und auf der Unterseite. Ja, okay, alles klar. Richtig. Das heißt, also Regelwerk heißt, ist ganz, ganz einfach. Ich brauche einen Trend, ja. Das ist mal Regel Nummer 1, ich brauche einen Trend mit Bewegung und anschließend einer Korrektur und einer erneuten Bewegung nach oben. So, jetzt habe ich einen Trend, weil ich jetzt meine erste Korrekturzone einziehen kann. Dann brauche ich die nächste Korrektur und die muss mindestens, bitte schreibt es euch auf, ja, 38% korrigieren, Schlusskurs. Als Folge davon am besten 50 oder 61er Retracement, das sind die besten Korrekturbereiche. Als nächstes brauchst du deine sogenannte Ausgleichskerze, Doji, Shooting Star, einer von den beiden. Und über dieser Kerze setzt du dann deine Einstiegsorder. Ja? Und da hilft dir dann eben dein Fibonacci wiederum mit dabei, wenn du weißt, wie weit das der Markt korrigiert hat. Haben wir ja dann hier wieder vom Punkt 2 zum Punkt 3 umgekehrt. So, und dann weißt du, aha, okay, in dem Fall war es, in dem Fall wäre es kein gültiges Signal gewesen. Warum nicht? Weil ich nicht bis zu 38 korrigiert habe. Darunter, also alles, was drüber ist, mache ich das Ganze nicht. Ja? Mhm. So, dann Ausgleichskerze, dann einstoppen lassen, nicht Market, immer einstoppen lassen, weil der Markt kann ja auch noch tiefer gehen, muss ich ja nicht haben, steige ich eben später ein. Stop-Loss unter dem Punkt 3 und durch Fibonacci Retracements projiziere ich mein Ziel nach oben, rein, raus, Mickey Maus, Ende Gelände. Das ist die ganze
Kunst an dieser Geschichte, warum schaffen es so wenige? Weil die Challenge über den Kopf stattfindet. Vertrauen. Das hat was mit Zeit und mit Erfahrung zu tun. Bitte, ihr Lieben, alle, die zuhören, akzeptiert das Unausweichliche. Zeit ist für dieses Spiel erforderlich. Wenn du glaubst, du kannst von heute auf morgen Geld verdienen, das mag mal funktionieren, ist aber auf Dauer nicht duplizierbar und beständig, sonst würde es jeder machen und dann hätten wir heute Abend einfach gar kein Webinar, weil es keiner bräuchte, weil wir alle schon unsere eigene Insel hätten. Ja? Haben wir aber nicht. Ja? Also scheitert es nicht am Setup, weil das ist da, scheitert an dir und an mir, ja? Weil wir das da oben umswitchen müssen und das ist die ganze Geschichte. Markus, ich habe noch eine Frage. Also oder beziehungsweise so eine Anmerkung, Frage. Es wird also ausschließlich die Bewegung gehandelt und der Initialstopp bleibt, wo er zu Beginn war? Fragezeichen. Ja, bis ich mein Ziel erreicht habe. Es gehört natürlich schon zum aktiven Trade Management dazu, ja, dass ich, angenommen, ich habe ein weiter entferntes Ziel, weil ich vielleicht von 61 zu 61 gehe, ja, und mein Ziel wird vielleicht um ein paar Pips nicht erreicht, weil, mein Gott, dann schmeiße ich ihn halt raus. So, und wer, es hat was mit Vertrauen zu tun natürlich, logischerweise, ist natürlich immer erlaubt, sage ich mal, wenn der Markt weit gelaufen ist, jetzt schon, dass ich auch meinen Einstieg oder meinen Stopp nachziehe. Das ist Händlergeschichte, das ist Händlersache, ist eine Sache des Arbeitsstils. Das kann jeder für sich selber entscheiden. Ich mache das in der Regel nicht, weil ich weiß, dass es von der Statistik her mein Ziel öfter erreicht wird, als dass es nicht tut. Ja, aber das ist dann eher so eine Händlergeschichte. Okay, alles klar. Mit welcher Zeiteinheit funktioniert diese Technik am besten? Ich glaube, da gibt es jetzt keine Vorgabe, ne, von dir. Da gibt es keine Vorgabe. Also ich mache das hin und wieder mal in 5 Minuten. Aber ich selber bin hier in meiner Community und auch in der Vermögensverwaltung nur im Tag unterwegs. Und natürlich auch Stunde und Tag sind meine präferierten Szenarien, weil die meisten meiner Klienten sind berufstätig, haben gar nicht die Zeit für Daytrading, ist auch meistens dann stressig. Ich mache es auch nur, wenn ich gerade zufällig einfach ein Signal sehe, aber in der Regel habe ich meine Trades in Stunde und in Tag laufen. Aber es funktioniert in jeder Zeiteinheit und die Klassiker sind 5 Minuten, 15 Minuten, Stunde, Tag. Habe aber auch einige, die machen das auf Woche, total chillig. Ja, da holst du natürlich wesentlich mehr raus. Und wie gesagt, ich bin in der Hauptsache im Devisenmarkt unterwegs, weil dort einfach die Trends am stabilsten laufen und weil es ganz einfach auch ich fange mir Pips, ich rechne nicht in Geld, sondern ich catche mir die Pips einfach raus. Ich zähle meine Pips, die ich am Ende des Monats habe und dann weiß ich genau, ein Pip ist im Devisenmarkt ungefähr 10 Euro wert beim Standardlot. Beim Mikrolot, Minilot sind es 1 Euro im Schnitt wohlgemerkt und beim Mikrolot sind es dann 10 Cent. Deshalb ist auch der Devisenmarkt für jede Kontogröße was, ja, sowohl für kleine als auch für große Konten, da kann jeder mitmachen. Und du hast die Möglichkeit, einfach wenn du ein stabiles Setup hast, wie dieses hier, von Anfang an Geld zu verdienen. Das ist genau das, was ich hier, was ich auch immer wieder hier aufs Neue, Quatsch hier, Entschuldigung, was ich hier immer wieder aufs Neue dann auch mache und zeige. Ja, warum? Weil hier ist es ganz einfach im Devisenmarkt zu sehen, wie ich hier Geld verdienen kann, ja, weil ich einfach ein PIP hat 10 Lot, 10 Euro hat ein Standardlot, ein PIP ist die 4. Nachkommastelle, bei Japan Yen ist es die 2. Nachkommastelle und somit kann ich in jeder Kontogröße Geld verdienen. Ja, und ich habe die 4. Nachkommastelle ist ein Pip. Wenn ich jetzt bei 1,0695 verkaufe und kaufe zurück bei 1,0625, habe ich 70 Pips gemacht. Bei einem Standardlot, das kann man übrigens handeln ab einer Kontogröße von 3.000, 4.000, 5.000 Euro, kannst du schon mit einem Standardlot unterwegs sein. Ansonsten mit dem Minilot hast du 700 Euro verdient. Da muss eine Putzfrau sehr lange dafür putzen gehen. Ja, und genau deshalb sammle ich einfach Pips ein. Wir traden für Pips, nicht für Geld, das kommt automatisch, sondern das ist das, was ich mache, das ist das Setup, was ich mache, aus der Korrektur in Trendrichtung unterwegs, deshalb ist für mich Erfolg einfach keine Fantasie, sondern eine Formel, ja, so, und wenn du das machst, und es ist durchaus machbar, 200, 300, 400 Pips im Monat einzusammeln, inklusive deiner Minus-Trades, die gehören mit dazu, und hast nur ein Minilot, ja,
hast du schon entsprechend 400 Euro damit verdient. Und das kann man sich selber ausrechnen, das ist gar nicht mal so schwierig, aber du brauchst dann einfach Stabilität da rein und man muss ein bisschen Zeit und Erfahrung mitbringen. Und deshalb gibt es halt auch meinen Service, mit dem ich hier arbeite, DAOHOW Trading, ja, wo ich mein Büro habe, wo wir zusammenarbeiten und wo es diese Community gibt und wo jeder die Möglichkeit, dieses Handwerk zu lernen. Weil Stefan, ich glaube, in einem sind wir uns einig, das ist nichts, was ich von heute auf morgen machen kann, sondern was ich genauso lernen muss, einen Beruf. Natürlich. Ja. Das kann man lernen. Spielt der übergeordnete Trend auch noch eine Rolle beim Einstieg? Haben wir hier noch als Schlussfrage? Ja, also ich empfehle immer in Richtung des übergeordneten Trends unterwegs zu sein. Er hat zwar statistisch gesehen, jetzt macht es nicht negativ, ob jetzt der für dich oder gegen dich läuft, aber es erhöht deine Wahrscheinlichkeit, dass du ins Ziel kommst, wenn auch das größere Kapital auch in deiner Richtung unterwegs ist. Und genau deshalb empfehle ich das Ganze immer in Trendrichtung dann auch zu tun, dass der übergeordneten Zeiteinheit ist. Eine reine Empfehlung. Korrekturtrades mache ich ganz, ganz selten, kann ich auch nicht empfehlen, aber ich versuche schon immer im Sinne der höheren Zeiteinheit mit unterwegs zu sein, weil dann weiß ich, dass meine Wahrscheinlichkeit noch steigt. Weil das ist ja auch wichtig, dass man nicht einfach blindlings irgendeinen Trend handelt, sondern schon, also die Bestätigung, auch wenn wir gesagt haben, man braucht nicht die tausendste Bestätigung, aber die Bestätigung sollte man dann schon mitnehmen. Ne? So ist es, genau. Gut, ja super. Dann sind wir auch soweit durch. Hier sind deine Kontaktdaten, wenn ich das richtig sehe. Richtig, genau. Ich bin hier ganz offen, schreibt mir eine E-Mail, ihr könnt mich auch gerne anrufen, eine WhatsApp-Nachricht schreiben. Es gibt keine Geheimnisse. Ihr kriegt von mir nur die Wahrheit und nichts als die Wahrheit und nur die Wahrheit zu hören. So, ja, so wahr mir Gott helfe. Die ist nicht immer schön, die Wahrheit, aber sie führt zum Erfolg und dauerhaften Erfolg, also öfter, als dass es nicht tut. Und deshalb, wer Lust hat und hat Interesse dran, sich mit dem Thema einfach mal zu beschäftigen, das von der richtigen Pike auf zu lernen. Und Stefan, sollen wir schon ein bisschen so ein Geheimnis verraten schon, so ein bisschen andeutungsweise, was wir hier vorhaben im Nanotrader? Im Nanotrader? Ja, sagst du einfach, klar. Ihr habt ja gesehen, was ich hier gemacht habe mit dem Nanotrader, mit dem Einzeichner der Trends und Fibonacci. Wir arbeiten gerade in einem zusätzlichen Tool, das das Ganze automatisiert. Coole Geschichte. Ich freue mich schon drauf und ich hoffe, dass es... Also da bin ich auch echt gespannt. Das wird so ein bisschen super Sache, weil das klang ja auch schon so ein bisschen durch. Ne? Wie kann ich das auch irgendwie automatisieren? Wie kriege ich das denn hin? Wie finde ich auch die Märkte und so weiter und so fort? All das wird mit diesem Zusatztool dann Wirklichkeit werden und wird funktionieren. Also das können wir auch schon mal hier ankündigen und ich freue mich da auch sehr drauf. Das ist eine coole, spannende Geschichte. Ja, auf jeden Fall. Genau, und ich freue mich echt drauf und dann haben wir da echt so ein automatisiertes Tool, das wird dir den Trend einzeichnen, das wird dir die Korrekturzone einzeichnen, es wird automatisch Fibonacci mit einzeichnen, dass du sofort weißt, wo ist die Korrektur, wo ist dein Ziel und es wird auch Einstiegssignale generieren. Also das wird eine ganz tolle Geschichte. Ich freue mich sehr drauf und ich bin auch sehr, sehr stolz, dass wir das zusammen hier auch für den Nanotrader gemeinsam machen. Hervorragend. Jetzt kommt hier gerade noch eine nette Anmerkung. Wo kommt denn das Geld her, wenn das alle machen? Naja, das ist ja genau der Punkt. Jeder hat ja doch irgendwo seine eigenen Ansätze und auch selbst wenn wir hier, wenn jetzt alle anfangen würden, dieses System zu handeln, das wird es nicht geben, weil jeder handelt auch eine... jeder handelt eine andere Zeiteinheit, guckt sich andere Märkte an. Diese Vielfalt an der Börse, das ist es ja gerade, die sorgt ja dafür, dass eben nicht alle das Gleiche machen. Ja, das ist ja genau der Punkt. Das kann eigentlich gar nicht passieren. Das ist auch ein Grund, warum ich im Devisenmarkt unterwegs bin. Im Devisenmarkt werden jeden Tag, wohlgemerkt, jeden Tag, nicht Woche, nicht Monat, nicht Jahr, jeden Tag 5,3 Billionen Dollar durch den Markt durchgejagt. Unglaublich. Also ich kann dir versprechen, da ist jeden Tag für uns ist genügend da und für alle anderen auch. Also Geld ist genug da, das ist nicht das Problem und wie gesagt, es ist richtig, es ist ein Nullsummenspiel, was der eine gewinnt, muss der andere verlieren und genau das ist ja der Punkt. Du machst ja auch nicht nur Gewinne, ne? Du machst ja auch mal Verluste, so ist es ja nun mal auch. Ja? Also, ganz klar. Ja, ganz Geld klar, ist ja nicht weg, es hat halt nur ein anderer dann. Ja, genau so funktioniert das dann letztendlich auch und du musst dann eben deinen statistischen Vorteil weiter konsequent erarbeiten und handeln
Und dann wird daraus Chu. Nichts anderes so ist es. Ne? Und da musst du aber auch, sage ich mal, die Stärke im Kopf haben, um das durchzuhalten. Auch das ist die völlig klar. Genau diese Stärke, die Challenge ist ja hier und das im ist Kopf. Echt schwer. Das ist schwer. Und das ist ja das Schwierige. Und das ist das, was man eigentlich lernen muss. Die Linien einzuzeichnen, die Regeln zu lernen und das ist alles kein Thema. Aber wenn es drauf ankommt, zu sagen, so, jetzt drücke ich auf den Knopf. Das ist das Entscheidende, ja. Und das haben wir alle gehabt, die Probleme, ja. Natürlich, die Entscheidung fällt ja dann immer, wenn der Trade läuft. Ich habe letzte Woche einen Gold-Trade gemacht, auf 5 Minuten. Irgendwann abends um 18 Uhr habe ich den gestartet. Ja. Und ich habe gearbeitet den ganzen, ich habe Donnerstagabends, war es letzte Woche, und der lief und lief und lief. Der war dann schon ganz kurz vor meinem Ziel und ich habe mir gedacht, Chaka, ja, so, dann fällt er wieder zurück und ich denke mir, Alter, seid ihr Affen, was macht ihr denn da? Ja, und dann ging der rauf und dann ging der sogar nochmal ins Minus, ja, und hat sich wieder hochgearbeitet, ging wieder so 10 Cent an meinem Ziel vorbei und ich sah, da war es dann schon 23 Uhr abends, ich habe gedacht, boah, endlich, ja, geht er wieder vorbei und habe gedacht, sag mal, ihr könnt doch mal gar nichts, ihr Blödmänner, ja, und dann fällt er wieder zurück, der fiel 3-4 Mal zurück und da sitzt du natürlich dann schon da und denkst dir, boah, alter Verwalter, 1 Uhr nachts, ich habe echt noch gearbeitet um die Uhrzeit, 1 Uhr nachts habe ich zugeguckt, wie er dann endlich in mein vorher prognostiziertes Ziel dank Fibonacci ins Ziel gelaufen ist und dann bin ich ins Bett gegangen. Ja, und das war cool. So, da siehst du, und dann inzwischen nicht mehr, aber ich fand es dann schon lustig und da kam mir so wieder so eine Erkenntnis darüber, habe mir gedacht, genau darin. Das ist genau darin zeigt sich, ob jemand das Ding kann oder nicht kann, ob du Grauen hast oder nicht, weil da greifen dann die meisten ein und sagen, oh, Stopp nachgezogen und Zeug und hin und her, alles nix. Was ich euch versprechen kann, und damit möchte ich mein Sumsorium abschließen, ich verspreche euch definitiv keine Gewinne. Ich verspreche euch auch keine 100% im Jahr. Ich verspreche euch nur eines, dass ich von meiner Seite aus das Möglichste tun werde, jedem zu helfen, das zu lernen, und erfolgreich zu werden für sich selber. Das kann ich euch versprechen. Mehr aber auch nicht. Aber das habe ich schon bei vielen geschafft und es macht richtig, richtig Spaß. Aber das verspreche ich euch. Und wenn ihr Lust habt und ernsthaft, bitte keine Glücksritter. Glücksritter gehen zum Koko oder gehen woanders hin, ist mir egal. Ich brauche diejenigen, die bereit sind, sich ernsthaft zu verändern, die das Handwerk richtig lernen wollen. Und dazu nehme ich dann mir auch gerne Zeit dazu. Von der Seite aus bin ich durch. Und möchte mich an der Stelle auch schon verabschieden. Und ich fand es ganz toll, dass ihr heute Abend Zeit gehabt habt. Stefan, ich bin durch. Vielen, vielen Dank, Markus. Also es war wieder super kurzweilig, ja, muss ich mal sagen. Das war echt, echt klasse. Oh, jetzt habe ich hier den falschen Bildschirm. Weil ich will noch ganz kurz... So, jetzt aber bin ich wieder im Geschäft hier. Ich will noch ganz kurz... Ihnen mal unsere Webseite zeigen und da können Sie natürlich auch hier immer Plattform-Demos ziehen, ganz klar. Und hier in der Ecke ist immer der aktuelle Webinar- und Seminarkalender. Und wir sind nämlich jetzt kommendes Wochenende in Dresden. Ja? Da ist nämlich der Börsentag, wie Sie sehen. Bist du auch da? Ah, schön. Ich bin auch da. Ja, Mensch, dann sehen wir uns doch. Das ist doch klasse. Ja, und wenn Sie Lust und Zeit haben und vielleicht auch zufällig in der Gegend sind, dann haben wir im Maritimhotel am Nachmittag 16:30 geht's los. Systematischer DAX-Handel für jedermann als Veranstaltung. Ja? Also einfach hinkommen. Sich vielleicht noch vorher anmelden, das wäre nett. Und dann einfach hinkommen, ist natürlich kostenfrei. Und da empfangen ich Sie dann und mein Kollege, der Stefan Stanisavac. Wir beide sind also in Dresden dabei und sind dann natürlich am nächsten Tag auch auf dem Börsentag mit dem eigenen Stand und ich auch mit Vortrag dann um 12.30 Uhr. Da geht es auch um Devisenhandel übrigens, ja. Ich habe auch mal einen kleinen Devisenvortrag vorbereitet. Nämlich Devisenhandel leicht gemacht, heißt der Titel. Also. Genau. Das ist doch alles. Also, das gibt es dann in Dresden und 14 Tage später, das ist dann der 2. Februar und der 3. Februar, da gibt es dann auch eine Abendveranstaltung in Frankfurt, nämlich 138% besser als der DAX in 2017.
Das ist echt eine Ansage, ja. Und zwar, das ist tatsächlich unsere Stockbox für die DAX-Aktien, hat dieses Ergebnis erzielt. Das ist also kein Mist, das können wir wirklich Ihnen beweisen sozusagen und auch darlegen, dass das so war. Deswegen ist das echt ein cooles System, diese Stockboxen, die sind wirklich richtig gut. Also das können Sie sich da angucken. Und dann gibt es eine Premiere. Es gibt ein neues Feature im Nanotrader. Übrigens auch schon in Dresden am Freitagabend. Ja, also in Dresden die Premiere und in Frankfurt neu einzigartig und kostenlos. Nämlich der Signal Radar wird vorgestellt. Auch ein cooles Tool. Und das wird man mit Sicherheit mit deinem schicken Tool dann auch sehr schön nutzen können. Also, da ist eine Menge geboten. Und dann natürlich Frankfurter Börsentag am 3.2., dem Samstag da drauf. Bist du auch bestimmt wieder da. Da sehen wir uns da auch wieder. Da haben wir nämlich auch wieder einen eigenen Stand. Bin ich auch da. Super. Na denn, also, steht wieder eine Menge an. Die Börsentage, jetzt geht das wieder los. Jetzt fängt wieder die Saison an hier mit dem Messen und so weiter und so fort. Jetzt geht das wieder los. Und da freue ich mich auch schon wirklich sehr drauf, weil das auch immer eine sehr schöne Abwechslung ist, weil man eben auch mal rauskommt vom Schreibtisch weg. Ja? Nicht immer nur am Schreibtisch sitzt und vor sich hin arbeitet, sondern eben auch tatsächlich mal einen Vortrag halten kann und so einen Vortrag ja auch vorbereitet hat und mit den Menschen sprechen kann und mit den Tradern, mit den zukünftigen Tradern und oder den jetzigen Tradern sprechen kann und mal wieder so ein kleines Stimmungsbild vom Markt bekommt, das ist immer echt toll. Also das macht auch immer Riesenspaß und deswegen, da kann ich Sie wirklich nur herzlich einladen. Schauen Sie vorbei. Jetzt ist wieder Saison sozusagen. Ja, Markus, genau. Herzlichen Dank. Es war sehr kurzweilig, wie gesagt, sehr informativ. Ich sehe ja auch schon so einiges an Feedback reinkommen. Ja, sehr informativ. Dankeschön. Sehr gut. Danke. Super erklärt. Also, ja, perfekt. Sehr schön. Dann denke ich mal, haben wir ein schönes Webinar heute Ihnen präsentiert und dann sehen wir uns ja vielleicht in Dresden oder in Frankfurt, würde ich mich sehr freuen. Ich bin dann mit dem nächsten Webinar, wann bin ich denn dran? Am 30. glaube ich. Das ist also nicht der nächste Dienstag, sondern dann der Dienstag da drauf. Das ist dann genau der 30. Januar und da geht es dann um Heiken-Aschi-Trading, also das, was wir heute bei dir ja auch schon im Chart gesehen haben, diese Heiken-Aschi-Darstellung, da haben wir nämlich auch ein paar Tools, die wir dann entsprechend vorstellen wollen. Herzlichen Dank, Ihnen einen schönen Abend, dir auch einen schönen Abend, Markus, und nicht wieder bis eins traden. Ja, ich habe gearbeitet, es läuft nebenbei. Heute habe ich nichts, glaube ich, aber heute auch keinen Bock dazu. Ja, das macht man ja auch nicht jedes Mal. Ne? Und ja, Ihnen auch einen schönen Abend und bleiben Sie schön gesund vor allen Dingen. Das ist immer wichtig, ja, gesund bleiben und nette Trade-Gelegenheiten finden und gute Trades wünsche ich Ihnen natürlich auch. Bis zum nächsten Mal. Mach's es gut. Ciao, ciao. Die Macht mit euch sein. Bye, bye. Bye, bye. Tschö, tschö.